Es gibt tatsächlich Gemeinsamkeiten von so unterschiedlichen Ernährungsformen wie vegan, Steinzeiternährung, Low Carb und so weiter. Bei 4 Punkten ist man sich dennoch bei allen Ernährungsformen einig. Und zwar als erstes, ess so viel Blattgrün wie möglich. Versuch wirklich auf 30 Gramm Ballaststoffe am Tag zu kommen. Und jetzt denkt sich jeder, ja, wir wissen, Gemüse und Obst ist wichtig. Nee, es sind die Ballaststoffe, die darin enthalten sind. Versuch wirklich mal mit einer kostenlosen Tracking-App zu schauen, wie viel Ballaststoffe du am Tag isst. Nicht nur, wie viel Kalorien du am Tag isst, sondern schau mal auf die Ballaststoffe. Denn das ist das Futter für die guten Darmbakterien. Punkt Nummer 2. Keine erhitzten Fette mehr essen, keine Transfette, also nichts jetzt in Sonnenblumenöl oder Olivenöl bei starker Hitze da anbrutzeln. Dieses Öl hat eine ganz andere Wirkung auf deinen Körper, wenn du es erhitzt. Das heißt, hier solltest du nur mit Ölen anbraten, die du tatsächlich auch erhitzen darfst. Dazu habe ich noch ein anderes Video. Nächster Punkt. Schau gerne mal in deinen Vorratsschrank, wie viel unverarbeitete Produkte du wirklich hast. Also Produkte, die wirklich nur einen Bestandteil haben. Kartoffeln, Reis, Avocado und so weiter. Oder sind da vielleicht einige Produkte, vielleicht auch Dosenprodukte, Fastfood-Produkte, die so eine Inhaltsliste haben? Und letzter Punkt. Vielleicht machst du dir auch extrem viele Gedanken darüber, was du isst. Wichtig ist aber auch die Menge. Also 1 Kilo Datteln ist tatsächlich ungesünder als ein kleines Stück von einer Schokolade. Das heißt, bei der Wirkung auf deinen Körper geht es nicht nur um das Lebensmittel an sich, sondern auch um die Menge, die du davon isst.